Werft einen Blick darauf. Ihrem Haus erwischen. Mir ist so kalt. Meine Schwester und ich sind früher durch die Welt gereist, um unsere Sammlung zusammenzustellen. Ach, was haben wir für Arm? Mir ist der Krieg ziemlich egal. Wenn ihr etwas Zeit habt, schaut bei meinem Haus der Kuriositäten vorbei. Ich verspreche euch, da werdet ihr wahre Wunder erleben. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier Wache stehen. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen.
So, ich werde mal eben kurz mein Haus renovieren, ein bisschen. Das ist mir, wie es kaputt ist. Ich bin nicht mehr ganz die Alte, seit unsere Tochter von uns genommen wurde. Ich will so. Zu arbeiten ist großartig. So bekomme ich Ulfric ganz aus der Nähe zugesehen. Kauf das beste Obst und Gemüse in Windhelm. Ich hätte nie erwartet, Ulfric seinem Ruf gerecht wird. Aber so ist es. Aber ist auch möglich. Gut. Ich könnte mir keinen besseren Lehrer wünschen, Uengul. Kochgeschirr, Messer und andere Haushaltswaren. Alles zu vernünftigen Preisen. Reif und köstlich. Ihr braucht etwas? Ihr braucht etwas? Ja. Ja. Ihr braucht etwas? Eigentlich. Mein, ich werde wohl nie. Ich kenne mich. Ich weiß. Braucht ihr? Was kann ich für euch tun? Braucht ihr etwas? Braucht ihr etwas? Ihr braucht etwas? Was kann ich für euch tun? Was kann ich für euch tun? Eigentlich mir eben was verkaufen, aber das ist ja. Hier rumhängen normalerweise. Hallo, willkommen. Wir können mir gerne Nachrichten schreiben. Eine Münze für eine arme alte Frau entbehren?
Nein, habe ich nicht. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. In Wind. Ich hätte nie erwartet, dass Ulfric seinem Ruf gerecht wird. Aber so ist es. Ich könnte mir keinen besseren Lehrer wünschen als Oengul. Alle sagen, eure Haut kauft keine die besten Waffen und Rüstungen. Denkt daran, wenn ihr das Schwert von Königin Freydis findet, werde ich euch belohnen. Ihr braucht etwas? Alles köstlich und erschwinglich. Auf frisches Obst und Gemüse. Braucht ihr etwas? Oder Rüstungen benötigt. Kommt zurück und sucht Oengul auf. Kapitän Einsamstuhl, es ist immer eine Freude, euch zu sehen. Ich bin sogar froh, dass ihr hier seid. Ich möchte euch etwas fragen. Und es ist schön, euch zu sehen. Ich verkaufe alles. Was kann ich für euch tun? Komm, überzeugt euch selbst. Ich habe einen Geschäftsvorschlag für Seeleute, die sich gern ein paar zusätzliche Septime verdienen möchten. Wenn dieser Geschäftsvorschlag... Alle sagen, Eol und Graumähne sei der beste Schmied in Himmelsrand. Ich habe vor, die Einstellung einiger Leute zu ändern. Ich würde mehr Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Habt ihr schon jemanden verloren, der euch nahe stand? Danke, dass ihr hier einkauft. Ich will euch gerne einen Preisnachlass geben. Das wird nicht nötig sein. Ich werde denselben Preis sagen wie alle. Aber ich verstehe. Ich heiße Nils. Ich bin der Koch oben im Haus Kerzenschein. Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie, aber lasst die Häuser nicht.
Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir falschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Ich bin kein großer Stadt. Ich bin hier. Diese Mauern haben eine lange Geschichte. Wir versuchen ein neues... Für Ulfric? Erscheint man... Ich bin in kriegerischen Dingen nicht besonders bewandert. Und ich glaube, dass er sich ab und zu... Galmar hat euch doch eine Aufgabe gegeben. Also führt sie aus. Es ist gefährlich da draußen. Galmar meint, wir sollten unsere Kräfte in Reach verdoppeln. Eine vernünftige Strategie. Und ihr, Yorlife? Galmar meint, wir sollten unsere Kräfte in Reach verdoppeln. Nun, Falkenring ist ziemlich verwundbar und blockiert die einzige Straße, die aus Sironi hier kommt. Ein gutes Argument, alter Freund. Selbstverständlich bin ich nicht in der Kur- Kämpft wacker oder sterbt. Dann gehe ich mal. Ihr könnt in den Tag- Was? Bevor ihr nicht von der Schlangensteininsel zurückkehrt, gibt es nichts zu bereden. Ja, ja. Ja. Wenn ihr Nachrichten von den westlichen Fürstentümern habt, dann geht damit sofort zu Ulfric. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren? Nö. Ich heiße Nils. Ich bin der Koch oben im Haus Kerzen. Ich wollte eigentlich. Da ist einer. Willkommen im. Ja, in der Tat. Für nur ein paar Septime erzähle ich. Wunderbar! Wenn ihr mir einfach folgt, dann erzähle ich euch Geschichten und zeige euch Wunder, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Diese Werkzeuge wurden in einer Krypta vor Windhelm gefunden. Sie gehörten den alten Nord, die vor den Tagen des ersten Kaiserreichs Himmelsamt. Die meisten Gelehrten glauben, dass die alten Nord diese Instrumente benutzten, um ihre Toten für die Beschreibung. Welche makabren Geheimnisse würden diese Werkzeuge wohl enthüllen, wenn sie nur ja, sprechen weiß. Könnten? Können sie auch nicht. Was ist zeigen? Aha. Hier ist das Buch des Schicksals, das in einem Geheimraum in der Arkanen-Universität entdeckt. Ja. Das Buch beschreibt das Schicksal seines Lesers. Darum ändern sich die Worte einer Person zur nächsten. Manche sehen nur leere Seiten und niemand weiß warum. Vielleicht werden einige von uns ohne Schicksal geboren. Oder vielleicht weisen die leeren Seiten auf einen unmittelbar bevorstehenden Tod hin. Ah, das ist ein legendärer Gegenstand. Das ist Iskramors Suppenlöffel. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Das ist doch gar kein Löffel. Das ist eine Gabel. Niemand kann Suppe mit einer Gabel essen. Nun, ihr habt eben Iskramor nicht gekannt. Lasst euch von dieser unschuldig aussehenden Flöte nicht täuschen. Denn dies ist die Flöte des Tänzers. Die Legende besagt, dass die Flöte des Tänzers
Kriege gewonnen, Reiche gestürzt und den Lauf der Geschichte selbst geändert hat. Keiner kennt ihren Ursprung, aber die Geschichten besagen, dass alle, die ihre Musik hören, zum unbändigen Tanzen gezwungen sind, wie groß die Gefahr auch sein mag. Um diese seltsame Macht zu aktivieren, muss man magische Wörter sprechen. Sie lauten... Meine Güte, ich war beinahe in eine Lage gebracht, nicht wahr? Und damit ist die Führung vorbei. Danke für euren Besuch. Ich hoffe, euch bald wieder hier begrüßen zu können. Willkommen im Haus der Kuriositäten. Ich biete für wenige Münzen eine Führung an. Ihr könnt euch aber auch selbst nach Belieben umsehen. Ich brauche mein Leben heute. Werkarbeit verbessern, ey. Das geht jetzt nicht. So. Lalalala. Schauen wir mal. In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft.